Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich befinde mich hier in Rostock, genauer gesagt am Steinkohlekraftwerk im Stadthafen. Und zwar ist das hier das einzige Kohlekraftwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Leider ist, wie man hier sieht, die Anlage momentan außer Betrieb. Es kommt kein Dampf aus dem Kühlturm. Der Kühlturm dient im normalen Betrieb auch als Schornstein, doch die Anlage scheint nicht besonders gut ausgelastet zu sein. Nichtsdestotrotz, auch wenn es natürlich in Betrieb schöner wäre, ist es nichtsdestotrotz eine gigantische Anlage. Das kann man auf dem Video nicht so richtig rüberbringen, vielleicht ein bisschen hier im Vergleich zu den Büschen oder im Vergleich zu der Treppe. Dieser Kühlturm ist einfach wirklich gigantisch. Wir haben hier eine rein elektrische Leistung von 514 Megawatt, was jetzt vielleicht im Vergleich zu anderen Kohle- und Atomkraftwerken nicht so viel ist, aber immerhin. Und noch eine thermische, eine Fernwärmeleistung von, ich glaube, auch 114 Megawatt, so etwas über 100 Megawatt Fernwärmeleistung, denn das Ganze kann als BHKW ins Fernwärmenetz einspeisen, was das natürlich relativ effizient macht. Also wir haben einen Gesamtwirkungsgrad, wenn die Fernwärme mitgenutzt wird, von über 50%, was für so ein Kohlekraftwerk schon sehr, sehr gut ist. Die Anlage wurde auch in den 90ern gebaut und ging, glaube ich, so etwa 1993 in Betrieb. Ja, mit dieser Leistung. Wir haben hier natürlich nur einen Block, den wir hier auch sehen, einen Steinkohleblock. Der ist relativ klein. Ja, das Kraftwerk wird mit Steinkohle von Übersee betrieben, Amerika und aus verschiedenen Ländern, deswegen auch im Stadthafen, da kommt die Kohle her, da gibt es hier gigantische Kohlebrücken, die man von hier leider nicht sehen kann, die gehen nach da hinten rüber und hier hinten habe ich auch einige Haufen quasi an Steinkohle gesehen, ja und da hinten hier sind auch die Stromleitungen, die von dem Kraftwerk kommen, ja wirklich gigantische Leitungen, ich würde sagen auf Höchstspannungsebene auf jeden Fall, aber wie gesagt, es scheint nicht besonders gut ausgelastet zu sein, denn es ist nicht außer Betrieb und auch auf vielen Fotos, die man im Internet findet, ist es auch nicht in Betrieb. Und da die Abgase über den Kühlturm kommen, kann man hier sich denken, dass nicht nur keine Kühlung benötigt wird, sondern dass hier wirklich momentan kein Strom erzeugt wird. Schöner wäre es natürlich gewesen. Aber naja, es sieht trotzdem sehr schön aus. Ja, die Anlage ist wirklich sehr modern und soll deswegen auch im Rahmen des Kohleausstiegs erst als letztes quasi abgeschaltet werden. Ich glaube, ja, 2038 war das. Da gehen die letzten Kohlekraftwerke nach Plan in Deutschland vom Netz. Und dieses gehört wirklich zu den letzten. Auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ist es das einzige. Ja, eigentlich finde ich das auch sehr gut mit dem Kohleausstieg, bloß dass das natürlich hier trotzdem eine sehr interessante Technik ist. Interessanter als Solar- und Windenergie ist es natürlich. Nichtsdestotrotz macht das durchaus Sinn, denn dieses Kraftwerk erzeugt im durchschnittlich 2,3 Millionen Tonnen CO2, die hier durch den Kühlturm in die Umwelt entweichen, aus etwa einer Tonne Braunkohle. Also das ist so der Durchschnitt der letzten 10 Jahre und auch, setzt auch etwa 20 Kilo Quecksilber frei. Da kann man ausrechnen, wie viele Energiesparlampen das sind. Wahrscheinlich mehrere Millionen. Das ist ja auch ein hochgiftiges Schwermetall und auch viele andere giftige Stoffe, Stickoxide und so. Nichtsdestotrotz eine wirklich sehr interessante Technik. Und ja, hier sehen wir jetzt auch nochmal die Dimensionen, also das ist wirklich Wahnsinn, hier sehen wir ja die Autos und das sind wirklich viele und dann im Vergleich diesen riesigen Kühlturm, also hier nochmal die Autos, also es ist wirklich riesig. Von hier zwischen dem Gebüsch kann man jetzt auch nochmal erahnen, quasi diese Stelzen, auf dem der Kühlturm steht. Ja, der ganze Kühlturm steht auf in Dreiecken angeordneten Stelzen. Ja, und darunter sind Wasserzerstäuber, die das Kühlwasser fein zerstäuben, was so etwa 50, 60 Grad ist und was dann etwa 2 Meter runterfällt und in der Fallhöhe deutlich abkühlt und dann den Dampf bildet, der teils kondensiert in Kondensationsebenen und dann hier den Kühlturm aufsteigt. Ja, das hier ist ein sogenannter Naturzugkühlturm. Die sind natürlich besonders groß, also ohne Ventilator oder sonstige Hilfen. Der Vorteil ist, dass der keinen Strom verbraucht. Ja, hier sehen wir jetzt auch nochmal die Leiter mit mehreren Plattformen. Ja, in diesem Kühlturm sind ja auch schon Arbeiter tödlich verunglückt, die hier irgendwelche Arbeiten in der Höhe gemacht haben. Weiß ich nicht so genau, zumindest. Das ist der Kühlturm, der hier auch nochmal hier an der Stelle sieht man. Ich weiß nicht, ob der da geflickt wurde oder was hier genau ist. Hier sieht man, dass da sieht die Farbe etwas anders aus. Das war's dann mal wieder von mir hier mit diesem schönen Kohlekraftwerk, was leider nicht in Betrieb ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!